Guten Morgen, Conny. Guten Morgen, Kurt Helmut. Wir widmen uns heute einem wichtigen Thema. Im Bundestag ist es gescheitert, dem assistierten Suizid. Wir haben uns dazu eingeladen, Petra Bahr, Regionalbischöfin und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Schönen guten Tag. Guten Tag. Danke für die Einladung. Ja, gerne doch. Ich hoffe, Sie helfen uns bei diesem schwierigen Thema. Der Bundestag hat es ja irgendwie nicht geschafft, ein Gesetz auf die Reihe zu bringen. Nun gibt es Kommentatoren, auch kirchlicherseits, die sagen, gut so, der jetzige Status sei doch eigentlich in Ordnung. Also diese Kommentatoren argumentieren ja zweiteilig. Zum einen sagen sie gut so, dass dieses Gesetzesvorhaben gescheitert ist. Zum anderen sagen manche, es braucht auch gar kein Gesetz. Das würde ich gerne nochmal unterscheiden. Und ich teile die Einschätzung, dass es gut so ist, dass dieses Gesetzesvorhaben, so wie es in diesen zwei Gesetzesentwürfen eingebracht wurde, gescheitert ist, weil beide Gesetzesentwürfe große Tücken haben. Die Regierung hat sich jetzt ja ziemlich lange Zeit gelassen, um auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu reagieren, das in der Tat für die Gesetzgeber eine sehr, sehr schwierige Herausforderung formuliert hat, nämlich einerseits die Selbstbestimmung der Einzelnen von der Verfassung geschützt, auch an dieser Stelle voll und ganz zu unterstützen und auf der anderen Seite den assistierten Suizid niemals normal finden werden zu lassen. Beides sagt ja das Bundesverfassungsgericht und daraus ein Gesetz zu machen, ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer. Und da muss man zum einen mal fragen, wofür braucht es genau eigentlich eine gesetzliche Regelung und wofür braucht es die nicht? Und öffentlich wurde diese Diskussion ja im Grunde noch gar nicht geführt. Haben es in Expertinnengruppen diskutiert. Ich habe viel diskutiert mit großen karitativen Einrichtungen, mit Krankenhausleitungen, natürlich im universitären Kontext, mit Journalistinnen, mit Ethikerinnen. Der Abendbrottisch ist nicht der Ort, worüber geredet werden muss. Was bedeutet das eigentlich, wenn die alte Mutter mit 83 sagt, ich will nicht mehr leben, weil ich euch nicht auf der Tasche liegen will, weil es mir so schlecht geht, weil ich mich so einsam fühle. Und was antwortet man darauf? Ja, das ist eine große Frage. Also die Kritik an diesen beiden Gesetzen war ja eigentlich, dass sie dann so etwas wie den assistierten Suizid zum Normalfall erklären. Der eine will das gerade unbedingt verhindern, muss man sagen, der erste Entwurf. Aber das Seltsame ist ja, in dem Moment, wo man etwas verbietet, in bestimmten Grenzen erlaubt man auch etwas anderes. Das ist, wenn man so will, die Kehrseite einer Rechtsetzung. Die Gefahr der Normalisierung liegt an anderen Stellen meines Lebens, nur bei der Gesetzgebung. Und das ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Das eine, es gibt eine bestimmte Vorstellung von Selbstbestimmung, von sogenannter autonomer Selbstbestimmung, wie das Bundesverfassungsgericht sogar sagt, was übrigens kein philosophischer Terminus ist, sondern einfach nur noch mal verstärken will, Selbstbestimmung zu jeder Zeit. Und was viele in den Diskussionen überhaupt noch nicht verstanden haben, ist, dass das Bundesverfassungsgericht diese Selbstbestimmung ja nicht nur auf Menschen bezieht, die schwerst krank sind und unausweichlichen Schmerzen entrinnen wollen, sondern das gilt für jeden und jede, jederzeit. Das heißt, der assistierte Suizid ist überhaupt nicht mehr gebunden an ein Leiden oder an einen Druck oder einer unerträglichen Situation, die in Aussicht steht, sondern sie ist Teil der Selbstbestimmung. Und das ist das Erste, von dem ich finde, dass wir das gesellschaftlich mal gründlich diskutieren müssen, jenseits von rechtlichen Fragen. Stimmt das eigentlich? Bedeutet Selbstbestimmung eigentlich, dass ich alleine auf dieser Welt bin und über mein Leben verfüge, als hätte ich es auch selbst geschaffen? Da wird es jetzt ein bisschen theologisch, aber man kann es auch säkular formulieren. Menschen leben ja immer in Beziehungen vom ersten Moment an. Deswegen ist die Frage, ob ich nicht mehr leben will oder nicht, nicht nur für mich relevant, sondern auch für die, die mit mir leben. Und wir wissen mittlerweile aus der Suizidforschung, dass ein Suizid bis zu 30 Menschen in ihrer Lebensführung erheblich betrifft. Denken Sie etwa an Kinder, an Enkel, an Nachbarn. Die Selbstbestimmung ist also in meiner Perspektive, und das kann man auch gut gesellschaftlich übersetzen, immer eine, die in Kontexten und Beziehungen lebt.
Das ist das eine, was ich vermisse in dieser Debatte. Was bedeutet das eigentlich? Und das andere, und das bezieht sich auch auf die Selbstbestimmung, rechtlich geht man davon aus, dass nur die Fallverantwortlichkeit geprüft werden muss. Aber wie will man das eigentlich machen? Was bedeutet das eigentlich? Bei Menschen, die akut in einer heftigen Krise gerade sind, etwa weil ein Partner gestorben ist oder weil sie ein Kind verloren haben oder eine schwere Krebsdiagnose haben. Wir wissen mittlerweile, dass das Schockmomente sind, die sich in Monaten guter Begleitung schon wieder in einem großen Lebenswandel verändern können. Aber was bedeutet das, wenn es dazu gar nicht mehr kommt? Wenn Menschen diese Möglichkeit gar nicht mehr haben, begleitet aus diesen Schock- und Trauer- und Diagnosesituationen herauszukommen. Das sind meines Erachtens die viel erheblicheren Themen. Und das Letzte, was ich auch erheblich finde bei der Freiverantwortlichkeit, was bedeutet es eigentlich, wenn ganz ausgeblendet wird, dass gesellschaftliche Stimmen, vielleicht sogar aber auch die Stimmen der nächsten Verwandten, die sagen, die Pflege wird jetzt aber auch wirklich schwer und das Altenheim ist so teuer und wir können dich auch nicht mehr gut begleiten, dann irgendwann internalisiert werden zu so etwas wie Fallverantwortlichkeit, ne? Dem Motto, ich will dir auch nicht mehr zur Last fallen. Das betrifft ganz besonders Hochbetagte, aber auch eben Menschen, die sich zutiefst einsam fühlen und durch ihr soziales Umfeld nicht geschützt. Was bedeutet da eigentlich, wenn man das von morgens bis abends hört oder meint zu hören? Ja, das sind ja wirklich tiefe Fragen, Conny. Also ich habe oder mache lange Notfallseelsorge und da gibt es schon Situationen. Also ich habe selten erlebt, dass Angehörige den Schmerzpatienten oder sonst was dazu drängen, dass es jetzt mal langsam zu Ende gehen sollte, sondern eher umgekehrt und dass die Angehörigen diese Person dann nicht gehen lassen wollten und ihn auf Teufel komm raus dann immer wieder noch weiter halten wollten, obwohl er schon oder sie ziemlich gelitten hat und so. Und in den Fällen finde ich das schon also nicht schlecht oder so, diese Selbstbestimmung, also dass man selber dann bestimmen kann. Oft kann man ja nicht mehr selber Hand anlegen, also oder die Tabletten nehmen oder wie das immer dann vonstatten dann geht. Und ähnlich finde ich das auch bei Leuten, die sich eine sehr große Schuld auf sich geladen haben, also Unfallverursacher mit mehreren Toten oder sowas. Also der hat schon Schwierigkeiten weiter zu leben und da weiß ich auch nicht, ob das nicht nach einer Weile, das ist schwer zu verarbeiten. Oder da habe ich dann auch immer gemerkt, was psychische Leiden auch für Schmerzen verursachen können. Ich sehe das auch so, dass es Situationen gibt, in denen Leben schwer erträglich ist, objektiv und auch subjektiv, was nicht immer das Gleiche ist. Und deswegen ist es natürlich so, dass umgekehrt das Gehen lassen können auch etwas ist, was nicht mehr eingeübt werden kann, weil man sich von der Hochtechnologiemedizin im Grunde eine Art von Rettung auf Strecke Richtig. des Lebens erwartet, weil man einfach nicht in der Lage ist, sich zu verabschieden oder jemanden auch im Sterben begleiten zu können. Deswegen gehört diese große christliche Tradition der Asmodeendi unbedingt mit in diese Debatte. Und es ist ja nicht so, dass es nicht möglich ist, dass Menschen im Frieden gehen dürfen, wenn man sie lässt. Natürlich ist es möglich, dass Maschinen abgestellt werden. Es ist auch möglich, und das habe ich oft auch in Seelsorgesituationen erlebt, dass Menschen sagen, ich möchte nicht mehr essen. Also dieses Sterbefasten gut zu begleiten. Das ist kein assistierter Suizid übrigens, sondern das ist das Eingestehen, dass das Leben endlich ist und dass es auch gut sein kann, dass Menschen im Frieden gehen dürfen. Nicht nur, um ihnen die Schmerzen zu ersparen, sondern weil es einfach auch Momente gibt, in denen es ans Sterben geht. Und es ist in der Tat manchmal so, dass Angehörige sich in einer Weise in den Körper festklammern, der mehr über sie selber sagt, als über die Geliebten, die da sterben wollen. Und das andere ist das Thema Selbstbestimmung. Ja, das sehe ich auch so. Es gibt auch Situationen, wo es genau umgekehrt ist, wo etwa Menschen in der Endphase einer onkologischen Behandlung sagen, ich möchte nicht mehr. Und dann Geliebte sagen, du musst aber, ich kann ohne dich nicht. Und auch das ist eine Form, die Selbstbestimmung des geliebten Menschen nicht zu achten. Was den Umgang mit Schuld angeht, würde ich insofern widersprechen, als
auch da natürlich nicht nur die innere Gnadenlosigkeit und das Unvermögen, mit dieser schweren Schuld leben zu können, eine Rolle spielt, sondern auch die Art, wie eine Gesellschaft darauf reagiert. Bei einem schweren Unfall oder aber auch bei kriminellen Taten, die Ja. irgendwann im Laufe eines Lebens passiert sind, wie schwer das eigentlich ist, Menschen in diesen Schuldprozessen so zu begleiten, dass sie irgendwann sagen können, dieses Verbrechen gehört zu meinem Leben, aber ich bin als geliebter, anerkannter Mensch weiter Teil einer Gemeinschaft. Wenn das so wäre, wäre der Umgang mit Versagen möglicherweise ein anderer. Und bei den Suiziden, die ich begleitet habe, gibt es zum Beispiel ein Phänomen, das nennt man euphemistisch den sogenannten Bilanzmord, Suizid, den Bilanzsuizid. Das sind in der Regel Männer mitten im Leben, sehr, sehr erfolgreich, sehr auf Erfolg ausgehend, die etwa vor dem Bankrott einer Firma stehen und die das teilweise ihren Familien gar nicht gesagt haben und die dann den Suizid als Ausweg wählen, weil sie aus dieser verflixt fürchterlichen Situation nicht mehr herauskommen, die für sie was mit Ehre und Ansehen zu tun. Das zum Bilanzsuizid zu erklären, als sei das, wenn man so will, die naturgemäße Grenze von jemand, der viel mit Geld zu tun hatte, finde ich nachgerade zynisch. Da muss man doch eher fragen, wieso ist es so, dass gerade Männer, die sehr erfolgreich sind, in dieser Lebensphase, übrigens auch bei schweren Krankheitsdiagnosen, so wenig in der Lage sind, über ihren Druck, ihre Angst, ihr Leid, ihr Versagen zu sprechen? Und wieso ist es immer noch so, dass diese heroische Tat dann im Grunde auch so verklausuliert wird, bis in den Trauergottesdienst hinein? Da darf dann keiner sagen, was eigentlich passiert ist. Während Frauen ganz offensichtlich anders mit Scheitern können und auch mit schweren Gesundheitsdiagnosen umgehen. Also was sagt das eigentlich über die Empathiefähigkeit mit sich selbst? Was sagt das über Selbstbilder, dass nur das perfekte, erfolgreiche Leben erlebenswert ist? Lassen Sie uns noch mal überlegen, wie kann eigentlich in diesem ganzen Gefilde die Kirche helfen? Die Kirche ist ja ein weiter Begriff und die Kirche hat unterschiedliche Sozialgestalten. Da gibt es zum einen eine Gemeinschaft von Christinnen und Christen und zu dieser Gemeinschaft gehört unbedingt dazu das Sprechen, auch das offene Sprechen von Leidensdruck bis hin zu Sterbewünschen. Deswegen glaube ich übrigens in der Tat, dass auch diese Debatte rund um diese Gesetzesentwürfe heilsam war, weil sie enttabuisiert wird. Weil jetzt Pflegeeinrichtungen, große Kliniken in offenerer Weise darüber umgehen, dass sie mit Sterbewünschen konfrontiert werden. Übrigens auch Seelsorger und Seelsorgerinnen, Pastoren, Pastorinnen. Es ist ja nicht so, dass Menschen ihnen dann nicht sagen, wissen Sie, Frau Pastorin, ich will eigentlich nicht mehr leben. Und dann zu fragen, warum willst du nicht mehr leben? Wie würdest du denn gern leben? Wäre ja dann die zweite Frage, die die Seelsorgenden dann stellen, die aber in vielen Alltagsvollzügen überhaupt nicht mehr gestellt werden kann. Dann gibt es die diakonische Seite der Kirche, die sich ja auch institutionell äußert, etwa in großen Pflegeeinrichtungen, in Hospizen, in der Begleitung, in der ambulanten Begleitung von Schwerstkranken oder auch Dementen und ihrer Angehörigen. Und da scheint mir wichtig zu sein, dass man nicht nur die Sterbewünsche der Pflegebedürftigen ernst nimmt, sondern die tiefste Erschöpfung etwa von Angehörigen, ganz besonders Frauen, die ab irgendeinem Punkt sagen, ich habe jetzt vier alte Leute gepflegt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich würde am liebsten tot sein. Und diese Sterbewünsche ernst zu nehmen und auch als seelsorgerliche Herausforderung ernst zu nehmen und nicht so zu tun, als hätte man es nicht gehört, sondern eine Kultur des Umgangs miteinander zu entwickeln, wo es möglich wird zu sagen, ich kann und will eigentlich nicht mehr leben. Dass das dann nicht das letzte Wort sein muss und soll, das wissen Seelsorger und Seelsorgerinnen. Aber die Enttabuisierung von Sterbewünschen wäre mir auch im christlichen Kontext wichtig. Und wir haben ja biblische Vorgaben. Also es gibt diese berühmte Geschichte von einem doch bedeutenden Propheten, der irgendwann in der Wüste liegt und sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und diese biblische Geschichte gefällt mir deswegen so gut, weil es auch eine Anforderung an die kirchliche Reaktion sein könnte. Dem wird keine Predigt gehalten. Der wird auch nicht verwiesen auf Tabus oder Verbote, sondern der kriegt was zu essen.
und was zu trinken. Und dann kommt ein Engel und sagt, steh auf und geh, nachdem du sinnlich, körperlich gekräftigt bist. Und das ist für mich so eine Schlüsselerzählung, die beschreiben kann, was die Rolle der Kirche in ihren unterschiedlichen Gestalten sein kann, wenn es um die Auseinandersetzung mit Sterbewünschen von Menschen geht. Und übrigens auch mit der Begleitung von Angehörigen, die einen Suizid erleben mussten. Nein, es geht ja auch darum, dass man die Menschen einfach ernst nimmt in ihrem Sterbewunsch und dass man sich dann mit denen darüber auseinandersetzt und nicht einfach darüber hinweggeht und sagt, ja, das ist jetzt eine Krise, ein paar Ja. Tage ist wieder vorbei oder so, sondern Ja. dass man ernsthafter mit denen dann redet. Dann. Das finde ich auch. Man muss das ganz ernst nehmen und man kann mit Menschen auch in diese tiefste Krise mit reingehen, anstatt sofort zu sagen, schlimm ist es doch eigentlich nicht oder Ja. du darfst das nicht. Und da ist für mich die zweite biblische Szene eigentlich der Kasamstag. Also der gefolterte und gestorbene Jesus, der dann ins Reich der Toten hinabfährt. Und da ist die düstersten, elementarst dunkelsten Gedanken sind und da, nicht darüber hinwegzugehen, sondern das ernst zu fragen, das finde ich wichtig. Und ich kann mir übrigens durchaus Ausnahmesituationen vorstellen, wo man auch als Seelsorgerin plausibel findet, dass jemand Assistenz haben will beim Sterben können. Ich finde nur wichtig, dass das eine Ausnahme bleibt. Es gibt viele Graubereiche übrigens immer schon. Das sieht man, wenn man Dokumente von Pastoren aus der eigenen Verwandtschaft liest, von vor 100, vor 150 Jahren. Mit diesem Graubereich verantwortlich umzugehen und gleichzeitig aber deutlich zu machen, der Suizid darf kein Normalfall sein, der auch nur ansatzweise in Richtung einer preiswerteren Lösung geht und Lösung. Denn das würde zutiefst alles, was christlich über die Würde von Menschen zu sagen ist, konterkarieren. Und die Würde von Menschen lebt nicht von ihrer Fitness, von ihrer Klugheit, von ihrer Intelligenz, von ihrer Beweglichkeit. Lassen Sie uns noch einen Themenkomplex zum Schluss ansprechen. Es wurde heftigst in allen Talkshows über Heizungen diskutiert, über den Heizhammer angeblich. Und gleichzeitig liegt im Bundestag ein solcher Gesetzentwurf über die Endlichkeit des Lebens. Wie sehen Sie denn diese Wertigkeit in der Öffentlichkeit? Ist das eine Form von kollektivem Verdrängen? Man könnte es so interpretieren, in der Tat, weil man ja auch sagen muss, die Opposition mit dem großen C im Namen hat ja auch nicht dazu beigetragen, die Auseinandersetzung, um diesen Gesetzgebungsprozess zu forcieren, sondern führt auch einen Kulturkampf im Bereich der Heizung. Das muss man sich mal vorstellen. Also gerade in Deutschland wissen wir ja, was Kulturkampf bedeutet. Das ist hochreligiös imprägniert und bedeutet ja immer auch, eine politische Lösung ist im Grunde nicht möglich, weil es weltanschaulich wird, weil es keine Kompromisse geben darf. Und das wird es ausgerechnet bei so einem energiepolitischen Thema machen, aber bei der Frage nach dem assistierten Suizid oder jetzt in Zukunft auch bei der Frage, wie wir mit dem Paragraph 218 umgehen, also mit der Abtreibung. Obwohl in der Ampelkoalition diese Frage nach sexueller Selbstbestimmung und reproduktiver Selbstbestimmung so wichtig ist, ist schon sehr erstaunlich, finde ich. Zumal man sagen muss, die Debatte im Bundestag war beeindruckend. Die war hochdifferenziert, die war engagiert. Und ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass in diesem Bundestag, mit Ausnahme von einer Partei, dieser Bundestag nicht in der Lage wäre, so eine Debatte differenziert und auch auf hohem Niveau zu führen. Das hat der Bundestag, glaube ich, wirklich gezeigt. Ich will nicht verhehlen, dass auch mediale Perspektiven auf diese Fragen eine Rolle spielen. Man könnte ja ohne weiteres Talkshows zu diesem Thema ansetzen. Eben. Und wir haben, glaube ich, in diesen friedensethischen Fragen besser gezeigt, dass es möglich ist, das auch auf hohem Niveau und sehr differenziert diskutieren zu können, auch in Talkshows. Aber in der Tat ist es so, dass man den Eindruck haben muss, und es hat vielleicht sogar, das wäre jetzt meine These einfach mal, mit der Pandemie zu tun, dass diese grundsätzliche Vulnerabilität von uns allen, also die Verletzlichkeit, die uns den Tod in einer Weise vor Augen geführt hat, die wir niemals haben wollten, vielleicht dazu geführt hat, dass wir lieber über das brutale Sterben in einem Krieg diskutieren als unseren möglichen eigenen Tod und die Frage, wie wir gut sterben können.
Vielleicht ist das Wenn... auch eine Folge, dass wir uns über das Thema Pflege ja auch nicht richtig intensiv unterhalten, sondern nur. In der Tat, und auch da hätte man ja sagen können, die Pandemie hat ja im Grunde die Gardine vor den Fenstern der Pflegeeinrichtungen mal weggezogen. Und allen ist plötzlich klar, was das bedeutet, inklusive der massiv steigenden Pflegesätze, dass die Boomer-Generation, also die Zahl der sehr, sehr vielen, die bald alt und dann sogar hochbetagt sein wird, uns vor in meiner Perspektive im Moment unlösbare Herausforderungen stellt, weil gleichzeitig die Generation der Frauen, die bereit war, aus dem Beruf auszusteigen, um teilweise 10, 15 Jahre Angehörige zu pflegen, also die eigenen Eltern und dann noch die Eltern des Ehemanns, jetzt auch alt wird oder ausstirbt. Und die Bereitschaft, diese Pflegeleistung zu übernehmen, gleichzeitig auch sinkt. Nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeit, schlicht das zu tun. Die Mobilität ist rasant gestiegen. Es gibt immer mehr Menschen, die in Single-Haushalten leben. Und wir führen überhaupt keine gesellschaftspolitische oder sozialpolitische Debatte, was das bedeutet, etwa für Caring Communities. Wie können wir die Sorge für alt werdende Menschen anders organisieren? Was braucht es dazu eigentlich? Diese Diskussion sehe ich nirgendwo. Ja, und dann kommt plötzlich ganz plötzlich kommt es, dass diese Babyboomer-Generation in den Altenheimen ist, ja, das hat Alte. man nicht vorhersehen können. Ja, Und wir. insofern muss man sich schon fragen, wie kann es eigentlich sein, dass diese großen, zentralen Fragen der Zukunft der Menschen, das hat übrigens ja auch was mit mit der Art zu tun, wie wir diese Klimafragen diskutieren. Das sind ja keine parteipolitischen Fragen, sondern das sind ja Fragen des Lebens und des Überlebens von allen. Da kann man auch unterschiedliche Antworten drauf finden. Das zeigt ja die Debatte um den assistierten Suizid. Aber die Fragen überhaupt mal in dieser Ernsthaftigkeit zu stellen, auch persönlich sich zu stellen und auch im nahen Umfeld, das vermisse ich augenblicklich schon sehr. Ja. Da kann ich Ihnen recht geben. Ich finde auch, dass dadurch, dass wir ja älter werden, auch, also da rückt ja diese Frage auch noch mehr in den Mittelpunkt. Wie alt wollen wir eigentlich werden und sowas alles? Oder dürfen wir werden oder müssen wir werden oder sowas? Das... Ja, und parallel schiebt sich da ja auch so ein Altersbild über alles, Ja. wo man ja sagen muss, man darf ja auch gar keinen grauen Rock mehr tragen und auf einer Bank sitzen, sondern man muss ja jetzt wild und gefährlich bleiben, lusten, Sex haben, sich ständig verlieben, Richtig. Abenteuerreisen machen. Wenn man einfach nur im Frieden sagen will, das interessiert mich jetzt alles gar nicht mehr, ich muss ja ganz friedlich in der Ecke sitzen und mein Buch lesen, dann spricht das ja schon gar nicht mehr dem Altersbild, was man noch positiv besetzen darf. Das heißt, der Druck auf älter werdende Menschen steigt ja auch ins Unermessliche, bis sie dann plötzlich ganz moribund und pflegebedürftig sind. Das ist ja auch keine gute Ausgangslage, sich auf diese ja sehr lange Lebensphase nach dem Ruhestand vorzubereiten. Auch da finde ich übrigens, könnten die Kirchen offensiver auch mit umgehen, weil das Durchschnittsalter der Ehrenamtlichen, die sich in den Kirchen engagieren, ja in der Regel eher höher ist. Und das braucht man nicht verachten, finde ich, sondern man braucht eine andere Kultur des Umgangs damit, auch des Sprechens über Belastungen, über Altersbilder, über Vorstellungen der Vorbereitung auf das Sterben. Bieten Sie mal ein Seminar an zum Thema, wie schreibe ich mein Testament? Oh, ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Nicht nur die rechtliche Seite über Patientenverfügung und Generalvollmacht, sondern tatsächlich, Genau. wie schreibe ich ein Testament? Wie stelle ich mir vor, dass die Hinterbliebenen so mit dem umgehen, dass nicht nur ich, sondern dass sie zufrieden sind? Ja, das ist eine interessante Also meine Perspektive. Großmutter hat noch übermittelt die ganze Liturgie des Ablaufs des Trauergottesdienstes, inklusive der Lieblingslieder. Und das hat sie gemacht in einem Alter, 30 Jahre folgend. Das ist weit über 90 geworden. Und das hat mich daran nochmal erinnert. Das ist natürlich vor allem eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Sterben. Da geht es gar nicht um das, was man sowieso selber gar nicht mehr hören kann. Aber es ist eine Auseinandersetzung mit dem, wie man sein will, wie man erinnert werden will. Und im Grunde auch eine große Entlastung übrigens für Kinder und Kindeskinder, wenn diese Dinge so klar sind. Und diese innerliche Auseinandersetzung mit dem Sterben müssen,
weit bevor der Tod überhaupt eingetreten ist, Jahrzehnte vorher, hat sich gezeigt für mich bei dieser Frau mit einer großen Lebensfreude. Es ist ja nicht so, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod einen miesepetrig und düster werden lässt, sondern Menschen, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, sind ja oft sehr heiter und mit sich im Reinen. Die haben bei Zeiten sich mit ihrer verstrittenen besten Freundin versöhnt, die haben Verhältnisse zu ihren Kindern geklärt, soweit es möglich ist. Und auch das gehört ja mit zu der Frage, wie wollen wir eigentlich sterben? Und da ist die Frage, wie kann ich mir ein Medikament organisieren, wenn ich möglicherweise unter großen Schmerzen leide? Eine, aber es ist wirklich nur eine ganz kleine Frage von sehr, sehr vielen großen. Ja, ich glaube, die Kirche hat da nicht nur eine große Aufgabe, sondern auch eine große Chance, dass sie diese Themen, diese existenziellen Themen auch zum Ende des Lebens immer wieder ins Gespräch bringt, wenn schon die ganze Gesellschaft nicht so sehr darauf springt. Frau Bahr, wichtige Arbeit, die Sie machen im Ethikrat in der Kirche. Vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht sehen wir uns ja wieder. Das würde mich sehr freuen. Ich habe zu danken. Würde uns sehr freuen. Ja, vielen Dank. Alles Gute Ihnen für die Arbeit. Dankeschön. Dankeschön. Ihnen auch für den Podcast. Danke.